Ja, soeben hatten wir den neuen Leiter der Abteilung Fanangelegenheiten zu Gast, Björn Hegemann. Und jetzt haben wir einen neuen Mitarbeiter der Abteilung Fanangelegenheiten, auch zu Gast. Ein bekanntes Gesicht, wir brauchen dich im Grunde gar nicht vorstellen. Herzlich willkommen, Teddy de Beer, hier wieder im schönsten Stadion der Welt. Teddy, nach über 17 Jahren, eigentlich ziemlich genau nach 17 Jahren, Arbeit auf dem Trainingsplatz, hast du dich entschieden, die Trainingsschuhe an den Nagel zu hängen und ins Büro zu gehen, und zwar zu den Fanbeauftragten. Was hat dich denn damals, so jetzt vor knapp einem Jahr, zu dem Wechsel bewogen? Also die Geschichte, die hat schon eine längere Phase hinter sich. Wir haben vor 3 Jahren, habe ich mit Aki Watzke und Michael Zorc zusammengesessen auch, und wir haben damals auch meine Verträge immer nur noch um ein Jahr verlängert, weil ich ja auch dann irgendwann älter wurde und habe gesagt, komm, das möchtest du vielleicht im Verein auch nochmal was anderes machen. Und da hatten wir damals schon lose besprochen, dass, ob ich mir vorstellen könnte, im Fanbereich zu arbeiten und mit den Leuten, die also sich für Borussia begeistern. Und dann habe ich da gar nicht so lange drüber nachdenken müssen und habe dann zugesagt. Auch damals war aber noch nicht der Zeitpunkt klar, wann wir im Grunde damit beginnen. Und dann habe ich halt 3-mal noch ein Jahr verlängert. Und letztes Jahr im Sommer war es soweit, wo ich gesagt habe, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich mal die Schuhe an den Nagel hänge und auch noch was anders mache und mit unseren Fans arbeite. Genau, und da hast du jetzt den Trainingsplatz in Brakel gegen die Geschäftsstelle hier am Rheinlanddamm eingetauscht und sitzt jetzt direkt bei Björn in der Abteilung Fanangelegenheiten. Was sind denn da noch neue Aufgaben? Welche Aufgaben hast du neu bekommen? Ja, ich bin in dem Bereich der Fanclubs mit den 4 Leuten, die sich um die Fanclubs kümmern. Wir besuchen Fanclubs, wir gehen zu Jubiläen, wir nehmen an Aktionen teil. Ich bin auch während des Heimspiels hier, versuche ich mal in verschiedenen Abteilungen aufzutauchen. Ich konnte schon ein Spiel von der Südtribüne miterleben, was ich im Grunde genommen noch nie gemacht habe, weil ich mein Leben lang ja immer auf dem Rasen gestanden habe. Und ich muss sagen, das war ein großes Erlebnis für mich. Du sprichst gerade die Fanclubs an. Ich glaube, du warst auch schon bei einigen Fanclubs zu Gast. Wie waren da die Rückmeldungen? Also es war sehr schön, sehr angenehme Besuche waren das. Ja, ich bin auch schon in Luxemburg gewesen, habe einen Fanclub dort besucht. Zu Weihnachten haben wir Weihnachtsfeiern besucht und es ist wirklich ein großes Hallo. Die Leute freuen sich, wenn ich vorbeikomme. Ich kann sehr viele Sachen mit ihnen besprechen. Wir haben eine gute Kommunikation. Aus dem sportlichen Bereich, den ich mein Leben lang ja gemacht habe, kann ich viele Sachen erklären und auch für manche Sachen um Verständnis werben. Und das ist eine gute Ebene, auf der wir uns da begegnen. Du sprichst gerade von Verständniswerben. Welche Probleme wurden denn bisher an dich herangetragen? Wo kriselt es denn in der Fanszene? Ja, es ist so, dass die Leute natürlich mit den Veränderungen, die sich im Fußball darstellen, auch ihre Gedanken machen und auch Ängste haben, Internationalisierung und dergleichen. Aber es geht eigentlich um allein immer nur darum, für Borussia Dortmund hier eine konkurrenzfähige Mannschaft zu bauen, die in der Champions League spielen kann. Und das ist das Ziel des Vereins. Und da werden alle Aktivitäten darauf ausgerichtet. Und das müssen wir im Grunde genommen eigentlich auch dann kommunizieren. Jetzt bist du schon seit vielen, vielen Jahren beim Verein Borussia Dortmund. Erst halt auf dem Platz, vor der Südtribüne, auch noch bis vor einem Jahr, jetzt auf der Südtribüne teilweise. Wie hat sich denn das Stadion und vor allem die Südtribüne in der Zeit entwickelt? Konntest du da Entwicklung feststellen? Ja, ich kenne ja noch die Südtribüne aus der Zeit, wo viel weniger Leute drauf waren. Ich habe ja die Vergrößerung miterlebt und ich muss sagen, es ist für mich immer noch ein Erlebnis, diese Südtribüne zu sehen mit diesen Choreos, die sie macht, jetzt auch gegen Tottenham, das war wieder einmalig. Das ist wirklich eine super Arbeit, die hier geleistet wird und es macht mir auch Spaß, immer wieder darauf zu schauen. Teddy, super, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank dafür und auch schön zu sehen, dass du dem Verein erhalten bleibst und immer ein offenes Ohr für uns Fans hast. Ja, wir gehen jetzt noch mal kurz in die Musik und dann blicken wir in die Termine der nächsten Zeit. Bis gleich.